Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge von Dead Space. Ja, und wir haben in der letzten Folge genau hier aufgehört, hinter dieser Tür, und müssen mal gucken, ob wir, was wir in diesem biologischen Labor finden. Höre ich da gerade einen Baby schreien? Wollt ihr mich verarschen? Hier gibt es doch keine Babys auf so einem... Oh, du kotzt mich jetzt schon an, du Drecksding, ey. Ich werde dich, festtackern. Boah, jetzt sind noch Viecher, die schießen können, wobei der andere... Hätte ich... egal. Gott sei Dank, wir sollen doch eigentlich hier den... Geht's dir noch gut? Oh, wo ist dein Kopf hin? Ich glaube nicht. Dich befreit. Ruhe in Frieden, mein Freund. Ruhe in Frieden. Alter, was habt denn ihr für Experimente gemacht? Warum sind da Babys? Oh, gucke mal. Es schwimmt noch. Oh Gott. Oh Gott. Eigentlich ist es schon wieder Psycho, ey. Babymutanten. Oh, was liegt denn da noch? Plasma-Kata. Oh, noch mehr ein Audio. Textlog, naja. Schreibfehler. Oh, da wird aber jetzt jemand korrigiert, wa? Wie gesagt, ich scroll das für euch kurz durch, dann könnt ihr euch das durchlesen. Ethikbeschwerde, okay. Das ist nämlich so ein bisschen ein Matrix hier. Die Babys in den Kanzeln, würde ich gerade sagen, in den Teilen hier. Alter, sind das die Babys? Alter, ist das räudig. Beim Drauftreten, mir sogar beim Drauftreten droppen die noch, als hätten die das Rektal noch drin stehen und plupp rausgedrückt wie aus der Zahnpastadose. Wo geht's denn hier hin? Guck mal, eine dunkle Kammer mit einer Kiste. Immer gut, immer gut. Sanitär, du bist schon. Ah, können wir uns hier ein bisschen schauen? And shower to the left, and shower to the right, and don't forget the willy. Nierenschalen hast du hier auch noch drin. Und auch die guten aus Metall, nicht aus Plastik. Oh, ein Stressball. Oh. Fang doch! Der ist geflattert. Braucht es leider. Daniels antwortet nicht auf ihren Bricklink. Wie ist dein Status? Ich habe ein Shockpad für die Barrikade gefunden. Ich gehe wieder zurück. Pass auf die Voltzahl auf. Ich will niemanden mehr verlieren. Ich bin Ingenieur. Ich werde das schon hinkriegen. Wie viel Volt brauchen wir denn? Sag's nur nochmal, um abzugleichen. Bitte. Also das heißt jetzt wieder zurückgehen. Ist hier noch irgendwas, bevor ich jetzt hier abdampfe? Guck mal, hätte ich doch fast übersehen. Ja, super.
den Anzug nochmal verbessern, ein bisschen mehr Lebensenergie. Wobei erstmal den Cutter nochmal ein bisschen. Okay. Oh, ich glaube, da muss ich noch ein bisschen üben. Ich würde sagen, aber jetzt dürften neue Kinder mehr kommen, weil wir haben doch hier schon so viele gekillt. Was ist das denn? Ach, da kriegt. Ah. Boah. Mächtiges Badaboom. Gehen wir dahinter? Halt. Abbrechen. Da will ich hin. Wartet mal, war hier nicht noch so eine Upgrade-Station? Ja, nein. Muss ich jetzt hier reingehen? Safety first so ein bisschen? Ja, bitte gehen Sie hier hin. Den er gehört hat, nö, boah. Ah. Legst du dich mit den Besten an, wirst du sterben wie jeder dann. Na, wer kennt's? In der Leichenhalle musst du nach Captain Matthias Leiche suchen. Hol dir seine Recode, damit wir den Computer nutzen können. Ich weiß nicht, ob das jemand kennt, den Film Hexe Planet, ganz alt. Entschuldigung. Also wir müssen jetzt Codes finden, ja? Notaufnahme. Was geht mit dir nicht richtig da hinten? Ich eh noch nicht durch. Ich habe noch keine Freigabe. Textlog. Patientenbeobachtung. Logbuch Krankenstation. Ja, wie gesagt, ich scroll es durch. Macht euch Pause, wenn ihr es lesen möchtet. Das würde sich sonst viel zu lange ziehen hier für das Let's Play. Das denn? Muss mal kurz gucken hier so ein bisschen. Ja, die sehen aber ein bisschen creepy aus. Ach, das ist eine Holoaufzeichnung hier, wa? Mein Frauchen. Übertragung an das gesamte Personal. Hier ist Senior Medical Officer Nicole Brennan. Die Krankenstation ist überlastet. Wir brauchen Hilfe. Diese Wunden. Wir können uns nicht um so viele Traumapatienten kümmern und die Kommando-Crew sagt uns nicht, was los ist. Er hat einen Anfall. Scheiße. Vielleicht habe ich noch PHB übrig. Folge Nicole Hologramm. Ja, dahinter mache ich. Was stand jetzt hier? Nee, nee, nee. Vergewisser dich vor dem Entfernen der Batterie, dass das Schutzschalter nicht mit Energie versorgt ist.
Warum? Was passiert dann? Wir tun's. Ach, irgendwie ist mir so ein bisschen Licht eigentlich immer ein bisschen lieber, ne? Hallo? Wenn wir das aufmachen? Achso. Ist ja so ein kleiner Safety Room, wa? Aber scheint ja nichts gebracht zu haben. Logbuch der Krankenstation, Dr. Nicole Brennan. So viel zum Thema Paranoia. Ich habe diesen Raum eingerichtet, um Beratungsgespräche zu führen, ohne dass sich die Unitologen einmischen. Jetzt ist es der einzige Ort, an dem ich sicher bin. Nach dem gestrigen Angriff konnte ich eine Gliedmaße sicherstellen. Genetisch gesehen ist das menschliches Gewebe mit bizarren Mutationen. Aber es ist nur eine Probe. Nicht genug, um ein Heilmittel zu finden. Ich brauche... Moment, wo ist der Bericht aus dem Maschinenraum? Hier. Die Ingenieure haben etwas aus den Maschinen geholt. Gliedmaßen fehlen. Torso intakt. Okay. Zeit für eine echte Autopsie. Was im Maschinenraum? Meine Güte, ey. Warte, Moment. Ich möchte bitte das Licht wieder anmachen. Das wäre herzallerliebst, bitte. Dankeschön. Echt jetzt? Mann. Komme ich da nicht durch? Ah. Auch nicht? Ziemlicher Kacke. Ich soll doch da lang. Ja. Ob ich jetzt was falsch gemacht? Benutze diese. Übertragung an das gesamte Personal. Okay. Hier ist Senior Medical Officer Nicole Brennan. Die Krankenstation ist überlastet. Wir brauchen Hilfe. Diese Wunden. Ah, da muss das rein. Wo? Haben wir... Ist doch wieder so ein... Was ist das hier vielleicht, oder? Kann das sein? Du hier? Nö. Sieht nicht so aus. Wieder so ein Energiemodul. Von wo kriege ich das jetzt? Steckt hier irgendwo ein Energiemodul, was ich jetzt gerade noch übersehen habe? Nein. Nein. Bei ihr auch nicht, glaube ich. Auch nicht. Muss ich wahrscheinlich doch erstmal hier lang? Habe ich ein richtiges Update gleich gekriegt, ja?
Gute Sache. Wow. Also wir sind auf jeden Fall falsch, aber... Ich weiß auch nicht, wo wir jetzt hier so ein... Geh nochmal gucken. Es ist doch bestimmt easy zu finden. Bloß ich kenne mich doch. Ich übersehe das wieder mit meiner Tagblindheit hier. Dann machen wir jetzt einfach mal den hier. So, hat uns nichts gebracht. Sicherheitsfreigabe, okay. Hier ist keine Energiequelle, die hier irgendwo steckt. Über uns hier steckt keine Energiequelle. Auf der Seite von den Geräten steckt auch keine Energiequelle. Da vielleicht? Nicht ran, wa? Aha! Oh. Alter, dass das geht, das wüsste ich doch nicht. Oh. Entschuldigung. Entschuldigung. Und ja, ich weiß, da spritzt noch einer nach mir. Okay, der Spritzer wieder. Oh, oh, keine Muni mehr. Bist denn du hin? Boah, was? Keine Katamunition mehr, Alter. Ich bin... Papa. Ich habe eindeutig zu oft irgendwie und so, ne? Aber davon haben wir noch ein bisschen Mini. Alter. Ich möchte jetzt erstmal wieder ein bisschen Licht haben. Geht das überhaupt jetzt noch? Okay. Wie so ein kleiner V8-Motor oder irgendwie sowas. Aber jetzt hier noch, siehst du, hier ist noch Loot. Ich bin noch an irgendwas vorbeigeglitscht hier. Boah, ich hab echt keine Cutter-Munition mehr. So geht's los, wa? Oh Mann, wird schon wieder voll angespannt, ey. Jetzt wird die Munition noch langsam nach... mein Gott, alle... Geht. Ausgeht, mein Gott, jetzt habe ich das Wort gefunden.
Na, lad doch nach. Drecksviecher, ey. Lad mal nach, bitte. Oh. Ja, eindeutig, wir müssen den Cutter verbessern. Ich muss besser zielen und, ja. Alles und so. Nicht einer von euch noch irgendwie Munition? Ihr seid doch alle Ingenieure. Ihr habt doch bestimmt alle euren Plasma-Cutter gehabt. Warum hatten von euch keiner Munition dabei? Oh Mann, ey. Bin ich jetzt eine Runde rumgelaufen? Nö. War schon richtig. Halt, Moment. Sicherheitsanfrage abgerufen. Verlassen. Es war dunkel und sie kratzten an den Wänden. Wie die Ratten. Und ihr habt mich mit ihnen eingesperrt. Ich schneide sie raus. Okay. Ich gucke bloß nochmal, ob wir hier noch ein bisschen Loot hier hinten haben. Und dann gehen wir vorne durch die Tür. Wow. Jetzt geht man mal in der Ecke gucken, in der Hoffnung, dass man Loot findet. Nee, man findet nur Blut. Kein Loot. Oh. Mercer, hier ist Terence Kine. Sie waren im OP, also habe ich es bei Roy hinterlassen. Er ist diskret. Okay, doch. Ich habe gerade ein Update von Aegis 7 erhalten. Die Situation ist schlimmer, als Captain Mathias zugeben will. 40% der Bevölkerung der Kolonie zeigen Symptome. Depressionen, Halluzinationen, noch mehr Gewalt. Da unten sterben Leute. Ich weiß, das hängt irgendwie mit dem Marker zusammen, aber mir fehlen die Daten. Mercer, vielleicht hatte ich Unrecht. Wir brauchen unbedingt Antworten. Dieser Patient, Brent Harris, könnte unsere letzte Hoffnung sein. Oh, hallo? Komm raus da, hallo. Hallo? Nein! Hallo, ich hätte euch vielleicht retten können. Bin ja voll der Hero und so, aber so nicht. Ist hier noch eine Werkbank? Nö. Ah, bei dem Spiel hat man echt ganze Zeit so eine kleine Anspannung. So, und was uns in der Leichenhalle erwartet, das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen und ein Abo da, das würde mich freuen. Haut rein, bis zum nächsten Mal.